in Ägypten. Du sollst zum Aug der Fremden sagen, sei das Wasser. Du sollst, die du im Wasser weißt, im Aug der Fremden suchen. Du sollst sie rufen aus dem Wasser. Ruth, Noemi, Miriam. Du sollst sie schmücken, wenn du bei der Fremden liegst. Du sollst sie schmücken mit dem Wolkenhaar der Fremden. Du sollst zu Ruth und Miriam und Noemi sagen: Seht, ich schlaf bei ihr. Du sollst die Fremde neben dir am schönsten schmücken. Du sollst sie schmücken mit dem Schmerz um Ruth, um Miriam und Noemi. Du sollst zur Fremden sagen: Sieh, ich schlief bei ihnen. Celans Todesfuge wird, wenn man sich auf dessen Erzählung wirklich einlässt, ein schwer erträglicher Text. Für mich persönlich aber ist In Ägypten noch schwerer zu ertragen. Um zu vermitteln, warum das so ist, setze ich mich über die Unterscheidung zwischen Autor und lyrischem Ich, das hier auch ein Du wäre, einfach hinweg. So philologisch unzulässig das auch ist, so ist es hier umso eindrücklicher. Warum Ägypten? In Ägypten war das Volk Israel in Gefangenschaft, und so befindet sich Celan, der seine Eltern im Holocaust verlor und selbst ein Lager überlebte, von seiner Heimat entfernt bei einer Fremden. Diese Fremde identifiziert er nachträglich, nur 4 Wochen nach Entstehung des Gedichtes, mit der jungen österreichischen Dichterin Ingeborg Bachmann, die Nichtjüdin, mit der er eine Liebesbeziehung beginnt. Ihr Vater war Mitglied der NSDAP. Ob Bachmann oder nicht, der Sprecher ist nicht nur bei der Fremden, er schläft bei ihr. Was soll das drum herumreden? Er schläft mit ihr. Du sollst zum Aug der Fremden sagen, sei das Wasser. Er blickt ihr also ins Auge. Du sollst, die du im Wasser weißt, im Aug der Fremden suchen. Du sollst sie rufen aus dem Wasser. Ruth, Noemi, Miriam. Es ist ein Meer der Erinnerungen, in das er blickt, wenn er in das Auge der Geliebten schaut. Und dort befinden sich 3 Jüdinnen. Es sind gewissermaßen Schwestern der Sulamit aus der Todesfuge. 3 Jüdinnen, die in diesem Meer der Erinnerungen wie Meerjungfrauen beschworen sein wollen. Du sollst sie schmücken, wenn du bei der Fremden liegst. Du sollst sie schmücken mit dem Wolkenhaar der Fremden. Das Beisammensein mit der Fremden erhält also den Charakter eines Gedenkens an die verschwundenen jüdischen Frauen. Du sollst zu Ruth und Miriam und Noemi sagen: Seht, ich schlaf bei ihr. Und was soll das den dreien sagen? Vielleicht nur, dass es unglaublich ist. Ihr jüdischen Frauen, ihr seid nicht mehr da. Und ich, der jüdische Mann, liege bei der Tochter des Tätervolks. Ich lebe noch und irgendwie geht irgendwas weiter, obwohl das, was hinter uns liegt, keine Vorstellung davon zuließ. Du sollst die Fremde neben dir am schönsten schmücken. Ist das eine Bevorzugung der Fremden vor den Dreien? Nein. Du sollst sie schmücken mit dem Schmerz um Ruth, um Miriam und Noemi. Es ist Ausdruck der unvermeidlichen Erinnerung, des unvermeidlichen Gedenkens, der unvermeidlichen Trauer, wenn er mit der Fremden zusammen ist. Du sollst zur Fremden sagen: Sieh, ich schlief bei ihnen. Der Fremden, bei der er liegt, sagen, mit welchen Frauen er schlief.
Zählern war 20 und hatte schon im Medizinstudium angefangen, als der Krieg ihn in seiner Heimat erreichte. Er gehörte zu einer lebenslustigen Clique, in der man sicher keine allzu große Scheu vor dem anderen Geschlecht hatte. Er war zwangsläufig umgeben von Frauen, in die zu verlieben leicht fallen musste. Mit welchen Frauen er wie intimen Kontakt hatte, spielt keine Rolle, um sich auf seine Imagination einzulassen. Frauen seines Volkes, in die er sich hätte verlieben können, die er vielleicht wirklich liebte, deren ein oder andere unter anderen Umständen die seine geworden wäre. Sie sind alle tot. Wie ihre Schwester Sulamit aus der Todesfuge, aufgestiegen als Rauch in die Luft, ihr Haar zu Asche verbrannt. Und ich frage mich, wie soll man damit leben, dass es Menschen gibt, die so etwas auf dem Gewissen haben?